nicht. Hallihallo Freunde, im letzten Teil habt ihr gesehen, wie wir quasi den ganzen Kladderadatsch hier außen gemacht haben, fertig gemacht haben, geschliffen haben und gemalt haben. Jetzt ist es so, dass natürlich die ganzen Wände, die hier aus PVC sind, alle noch orange sind. Und erst haben wir gedacht, wir streichen sie einfach nur über. Aber das ist jetzt doch nicht genug irgendwie. Und wir wollen es dem anderen anpassen. Das heißt, wir werden uns MDF-Platten in Natur nehmen. Ihr könnt es hier ganz gut schon sehen, so ein Natur-MDF. Und das Ganze wollen wir jetzt quasi auf die ganzen Wände hier anpassen. Das heißt, wir müssen natürlich auch die Fensterausschnitte machen. So werden auch die Fenster ein bisschen abgedeckt, weil wir sie hier innen schneiden werden. Und das Erste, was wir jetzt gemacht haben, ist, wir haben hier Maß genommen, weil der Koffer nicht komplett gerade hier hinten abläuft, sondern ein bisschen unrund zuläuft. Das heißt, wir haben uns hier erstmal Maße aufgeschrieben, werden die jetzt auf die Bretter übertragen und werden das ausschneiden. Und dann möchte ich mit euch in diesem Teil noch die Küche angehen. Da soll der Kühlschrank eingepasst werden und eine schöne Arbeitsplatte soll auch noch drauf kommen. Aber das werdet ihr auf jeden Fall im Folgenden sehen, also wünsche ich euch viel Spaß. Damit wir hier bei dem Fensterrahmen genauso einen schönen Abschluss finden, wie wir das bei Oskar gefunden haben, haben wir uns hier den Kantenschutz jetzt wieder bestellt. Ich verlinke den unten mal in der Videobeschreibung. Das ist einfach ein netter Abschluss, falls man auch vielleicht kleine Macken drin hat vom Sägen oder so. Dann kann man das damit ganz gut kaschieren und ich finde, es sieht auch mega, mega schön aus. Wir zeigen es euch aber nachher noch. Weitermachen, werde ich erstmal den Boden rausreißen, weil auch hier haben sie schön drei Lagen verlegt. Auch den wollten wir eigentlich drin lassen, aber dann haben wir uns doch dafür entschieden, irgendwas Schickeres reinzumachen. Der muss raus und dann müssen wir nochmal komplett unten entlang schleifen, weil da natürlich auch noch Reste an Gelb sind. Wenn ihr das erste Video von meinem LT gesehen habt, dann wisst ihr, dass der Kühlschrank nicht mehr funktioniert hat. Also der scheint einen Leck gehabt zu haben. Es hat ziemlich nach Ammoniak gerochen. Und um die Technik auch ein bisschen zu erneuern, habe ich mir jetzt einen Kompressorkühlschrank gekauft, der angeblich von den Maßen genau da reinpassen soll, wo der alte drin war. Der läuft auch nur über 12 Volt, aber durch meine Kühlbox habe ich schätzen gelernt, was das halt bringt, eine Kompressorkühlbox zu haben. Hier ist es jetzt ein Kühlschrank, damit er einfach da reinpasst, wo er auch vorher drin war. Den habe ich mir jetzt nicht neu gekauft, den habe ich bei eBay Kleinanzeigen gekauft, hat immer noch 380 Euro gekostet. Wenn er komplett funktionstüchtig ist, ist es immer noch günstig für einen Kompressorkühlschrank. Ihr zahlt so um die 700 oder ab 700 Euro aufwärts für einen Kompressorkühlschrank, wenn ihr den neu kauft. Der hat jetzt 110 Liter, hat ein Gefrierfach und wir packen das gute Ding jetzt mal aus. Vielen, vielen Dank an dich, Frank, nochmal, falls du das sehen solltest. Das ist der eBay-Verkäufer hier gewesen. Der hat mit seinem Sohn auch noch ein paar Videos von mir angeguckt. Das finde ich echt cool und er hat sich gefreut darüber, dass er mir den zukommen lassen konnte. Und jetzt schauen wir einfach mal ins Paket rein und gucken natürlich auch mal, ob er funktioniert. Also jetzt habe ich das gute Stück mal ausgepackt. Ich weiß natürlich noch nicht, ob er funktioniert. Ich werde ihn definitiv so schnell wie möglich mal anschließen. Auf jeden Fall sieht er noch wirklich, wirklich gut aus. Auch innen drin sieht er wirklich weiß aus und nicht irgendwie vergilbt. Der Frank hat mir hier sogar noch eine Bedienungsanleitung dazu gelegt.
Übrigens ist das Modell Veko Coolmatic MDC 110, also falls ihr Interesse daran habt oder so. Ich glaube aber, in der Form gibt es den nicht mehr neu zu kaufen. Und ja, jetzt schauen wir uns das Ding mal genauer an und gucken nochmal, ob er überhaupt läuft. Kann dir helfen? Gemacht. Job. So, ich habe den Kühlschrank jetzt hier reingetragen und ihr seid jetzt quasi live dabei, ob das Ding wirklich hier reinpasst. Also laut den Internetmaßen passt es, aber ihr wisst ja, wie es ist meistens, und dann will ich einfach mal, dass ihr diesmal live dabei seid. Ja, wir gucken mal. Was, du kleben nicht? Oh. Oha! Wieder viel gemacht. Komm schon. Bumm ihn rein. Oh. Also hier oben muss noch ein bisschen ausgeschnitten werden, das ist klar. Weil das Bedienteil ist höher. Aber bei der Breite hatte ich einfach Angst, weil man da auch so wenig ändern kann. Aber das scheint zu passen. Zum Glück hebt Papa immer alles auf. So habe ich jetzt eine schöne Küchenplatte ergattert. Ja, gucken wir mal, ob das Ganze bei uns auch schön reinpasst. Und dann werden wir sie wahrscheinlich noch ölen, damit sie in das dunkle Fair mit reinpasst. Jetzt habe ich mal den Ort gewechselt, und zwar habe ich nämlich meine Stichsäge hier gehabt mit dem Stromkabel. Die mit dem Akku, die hat nämlich ein bisschen versagt bei der dicken Platte, so gerne ich die auch mag mit dem Akku. Da muss jetzt einfach mal die mit Kabel ran, um das dann auch vernünftig zu schneiden. Boah. Den Boden haben wir ja auch komplett rausgerissen. Hier war vorher PVC drin und das in drei Lagen, deswegen haben wir ihn auch rausgerissen. Der sah auch nicht mehr so schön aus. Jetzt hatte mein Vater sogar noch zu Hause so ein Klick-Vinyl über. Und das werden wir jetzt hier verlegen, weil das passt ganz genau mit der dunklen Holzoptik hier auf jeden Fall sehr, sehr gut rein. Und wir gucken mal, wie sich das verarbeiten lässt und wie wir das überhaupt verarbeiten. Nach den ersten zwei Versuchen, die ich übelst verkackt habe mit einem Cuttermesser, weil mein Vater mir das so empfohlen hatte, ich fand das wirklich sehr, sehr kompliziert. Vielleicht habe ich auch das falsche Anschlagwerkzeug. Ich habe jetzt auf jeden Fall meine kleine Kreissäge hier von Bosch genommen. Ich denke mal, das geht auch mit einer Stichsäge. Vielleicht kann man es auch mit einem Cutter machen, wenn man die Geduld hat. Ich habe sie nicht. Ich nehme jetzt diese kleine Kreissäge hier. Damit funktioniert das wirklich sehr, sehr gut.
Wie ihr jetzt gesehen habt zum Schluss, ist der Boden jetzt auch komplett verlegt. Der Vinylboden hält ordentlich was aus. Wer uns bei Instagram folgt, gerne bei Instagram folgen. Der weiß auch, dass wir schon unterwegs waren. Also ich kann auch wirklich erfahrungsgemäß sagen, dass das Ganze wirklich stabil ist und um einiges mehr hermacht als so ein einfacher PVC-Boden. Kostet natürlich auch ein bisschen mehr, aber wir hatten das Glück, dass mein Vater das noch über hatte. Daher ist der jetzt hier drin. Und genauso haben wir jetzt diesen kleinen Übergang zum Fahrerhaus hier mit dem Vinyl gemacht und nochmal eine kleine Abschlussleiste aus so einem Alu-Profil, damit das Ganze auch wirklich schick aussieht. Übrigens kann ich hier schon mal vorwegnehmen, der Kühlschrank funktioniert wirklich, wirklich hervorragend. Da kommt in dem Holland-Vlog noch ein bisschen Erfahrung zu, auf jeden Fall, weil ich es immer besser finde, aus dem echten Leben heraus ein bisschen Erfahrung zu teilen, als jetzt einfach nur zu sagen, es funktioniert. Da freue ich mich auch schon drauf, wenn ihr da dabei seid. Und damit möchte ich das Video hier eigentlich auch schon beenden. Und zwar habe ich noch so viel Material, dass ich gerne noch einen nächsten Teil machen möchte, da ich nicht möchte, dass die Videos allzu lange werden. Das Video ist schon lang genug hier. Und daher gibt es noch einen nächsten Teil. Seid einfach gespannt drauf, falls ihr mehr Bock drauf bekommen habt und falls ihr mich noch nicht abonniert habt. Gerne abonnieren, also ein bisschen was kommt noch zum LT. Fertig ist er wahrscheinlich nie. Wisst ihr ja selber, dass Oscar auch nie fertig geworden ist. Und auch da gibt es schon neue Pläne. Gerne bei Instagram folgen, dann kriegt ihr auf jeden Fall mehr mit. Und dann seid ihr auf jeden Fall in der Zeitschleife auch live dabei. Ganz kurz muss ich schon mal was zu den Polstern hier sagen. Ich möchte ein bisschen Werbung dazu machen. Und zwar werde ich dazu im nächsten oder übernächsten Video auf jeden Fall noch mehr sagen. Das ist von myschaumstoff.de zugeschnitten mit Polstern. Super gut gemacht auf jeden Fall. Die Qualität ist sehr hochwertig. Der Stoff ist richtig schön fest. Dadurch habe ich mich auch entschieden, bei Oscar neuen Stoff einzubauen, aber das werdet ihr auf jeden Fall im Laufe der Zeit auf jeden Fall mitbekommen. Daher hier schon mal ein bisschen Vorwerbung, bevor das Video dazu überhaupt kommt. Schaut mal unten in die Videobeschreibung, da habe ich euch schon mal einen Link reingepackt. Und zusätzlich kriegt ihr da 10% mit dem Gutscheincode, den ich euch ebenfalls unten in die Videobeschreibung reinpacke. Also vielleicht guckt ihr da einfach mal vorbei, könnt mich somit dann auch supporten und das würde mich natürlich tierisch freuen. Jetzt wollen wir aber nicht weiter schwafeln, das Video ist jetzt vorbei, gebt gerne einen Daumen nach oben, falls es euch gefallen hat. Und ich hoffe, ihr seid auf jeden Fall nächstes Mal wieder dabei, wenn es mit Fridolin weitergeht oder auch mit Oscar weitergeht, weil auch da ist einiges in Planung. Und jetzt hoffe ich einfach nur, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Also, haut rein!